Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Das letzte Spiel haben wir leider sehr, sehr unglücklich verloren. War meiner Meinung nach der bessere Spieler. Hat nicht sollen sein. Gegner gewinnt und verdient im Elfmeterschießen. Wir müssen jetzt zwei Spiele mit der Bundesliga machen, weil Smalling verletzt ist. Ich hoffe mal und bin gespannt, ob Mali wieder so ein geiles Tor schießt wie im letzten Spiel mit ihm. So, konzentrieren. Komm, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Mal schauen. Gegnerische Team ist auch Bundesliga und ultra gut. Okay. Auf ein paar Positionen schlechter besetzt. ZOM, Torhüter, ein Innenverteidiger, Linksverteidiger. Da gibt es bessere Alternativen, aber. Und er hat Stindl, Man of the Match Stindl im Sturm gehabt. Aber. Schauen wir mal. Also mein Team ist auf jeden Fall besser. Insgesamt. Nicht auf jeder Position. Keine schlechte Situation für Reus. Reus hat er zum Beispiel auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh, nicht geil. Gar nicht geil. Wie immerhin, ich habe diesmal daran gedacht, direkt zu schießen und nicht erst wieder den Ball anzunehmen. Ja, sind das Schürrle, oder? Was? Ist das Schürrle? Wenn ja, ist es Inform Schürrle oder normaler Schürrle? Ich weiß gar nicht mehr. Ah, war Schürrle, aber ich weiß nicht, aber ich glaube, es war Inform Schürrle. Das war nicht der normale. Krass gehalten, ohne Scheiß, ey. Wahnsinn. Ach ja, jetzt ist ja wieder Müller da. Weil Werner nicht mehr da ist. Abseits, verdammt. Genialer Pass. Oh, zum Glück habe ich mir so gerade noch geschafft, ey. Aber der Pass an sich war erstmal sehr gut. Fuck! Was habe ich halt gemeint? Ball halten ist nicht so das Ding von ihm. Da haben wir einen Ball gehabt mit Vidal. Unglaublich, dass das Ding reingeht. Oh.
Oh, faul, ja. Sollte nicht an den gehen, danke. Oh, könnt ihr mal da unten aufpassen? Jedes Mal ist der Schürle frei. Jedes Mal ist der Schürle frei. Dauert wieder zu lang, bis Müller die Ballkontrolle bekommt. Das hat er gut gemacht. Hat zu lange gedauert, bis Mali den Pass spielt. Ich wollte eine Schusstäuschung machen. Krass, dass der Schuss trotzdem so gefährlich kam, aber wie gesagt, ich wollte eine Schusstäuschung machen. Aber egal, ich sehe auf jeden Fall noch locker Chancen zum 1-1. Scheiße, Scheiße. Komm schon. Haben auf jeden Fall Chancen. Ich würde halt sogar behaupten, der Gegner hat einmal geschossen. Ich würde sogar behaupten, ich bin besser als der Gegner. Einfach nur so ein dreckiger Distanzschuss von Draxler, der halt reingeht. Dann müssen wir jetzt ausgleichen. Komm, das schaffen wir. Komm schon. Hummels, nice. Komm, Hummels, mach das Ding rein. Boah. Hätte gepasst. Warum sind nicht Hummels wieder vorn? Mann! Um auf Sokrates. Oh, ich wollte gerade aufjubeln. Fuck! Was für ein knappes Ding. So verdient es 1-1. Abseits. Das war gut rausgespielt, kann man nicht sagen. Ich habe einen Fehler gemacht. Zweiten Spieler gerufen an der einen Stelle, wo ich hätte nicht machen sollen, aber das Tor hat er gut rausgespielt, das erste nicht. Probieren wir eine andere Formation. Ich meine, ich muss jetzt zwei Tore aufholen, das braucht was Offensiveres.
Trotzdem bin ich der Meinung, ich bin der bessere Spieler. Das erste Tor war halt Glück, das zweite war gut rausgespielt, mache ich einen kleinen Fehler, ist halt ärgerlich, dass er den direkt bestrafen kann. Aber ich denke, spielerisch war ich schon besser als der Gegner. Er macht ständig irgendwelche blöden, langen Pässe in die Spitze, die halt nichts bringen. Komm, zwei Tore. Das haben wir auch letztens geschafft. Da hatten wir weniger Zeit. Komm. Komm schon, jetzt einfach mal ein Kopfballtor, komm schon. Vidal, Müller. Danke, dass du die tunneln lässt, statt einfach mal versuchst, deinen Fuß reinzuhalten. Das war genial. Das war auch genial. Oh, du solltest dich umdrehen und dir in die andere Richtung passen. Was war denn das, Müller? Ich glaube, ich bin nicht mehr wach genug, um hier die Scheiße zu spielen, ey. Komm. Jetzt eier da halt rum, um Zeit runter zu spielen. Fichter oder was? Oh, Mist! Komm schon! Komm schon, wir haben noch Zeit. Komm schon, zwei Tore. Komm schon, komm schon! Gegner ist auf jeden Fall schlechter. Komm jetzt. Brauchen jetzt nur ein Tor machen, schnelles. Ist hier wieder alles drin. Ja, wenn natürlich solche Dinger nicht reingehen, ohne Scheiß, also, was soll ich da machen? Super gut rausgespielte Torschance, die eigentlich rein muss. Und die macht Peter halt nicht. Krass. Fuck. Fuck! Wir werden das Spiel verlieren, unverdienterweise. Wie Dall wenigstens das Ding reingemacht hätte, ey. Jetzt bringt's auch nicht so, wenn ich einen Tor schieße, weil es geht auf so Todeszeitspiel. Kurz, toll. Fuck you, ey. Scheiße. Oh ja, jetzt mache ich aber auch nur Dreck oder was?
Jetzt spielst du aber auch ultra schlecht aus, ey. Aber wie gesagt, es bringt jetzt eh nichts, noch ein Tor zu schießen oder so. Hätte man nicht verlieren müssen, aber ich glaube, ich war zwar meiner Meinung nach der spielerisch bessere, aber es lief einfach nicht für mich. Also, Vidal macht das Ding da zum Beispiel nicht rein, hätte es nochmal eine spannende Schlussphase gegeben. Gegner hat Glück mit seinem Distanztreffer. Das ist einfach so ein Spiel, das kann man, das soll man dann einfach nicht gewinnen. Mache ich mir relativ wenige Vorwürfe. Ich hätte vielleicht am Ende, jetzt ganz am Schluss, hätte ich vielleicht ein bisschen konstruktiver spielen können, aber da war meiner Meinung nach das Ding eh schon durch. Und ich werde jetzt noch ein Spiel machen, das letzte jetzt und dann restlichen Sonntag. Oh nein, noch ein Verletzter. Oh. Dann haben wir halt einen Wechselspieler weniger, das ist ja richtig geil. Wobei, wir könnten jetzt theoretischerweise, Moment mal, wir könnten theoretischerweise, wenn wir wollen. Die haben ja jetzt volle Energie. Wenn ich die nur am Ende einwechsel, verlieren die relativ wenig Fitness. Ich könnte also Mané als zweiten Wechsel einfach nehmen. Das geht. Was wollte ich sagen? Ja, ich hätte es halt am Ende ein bisschen konstruktiver zu Ende spielen können, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ja, ich da nicht wirklich viel jetzt besser machen konnte. War einfach ein bisschen Pech. Ich war auch nicht so viel besser. Oh Gott, was ist das denn? Na gut, im Grund mehr, sich richtig anzustrengen und zu gewinnen. Wenn ich gegen das Team verliere, dann verliere ich halt. Ich meine, was soll es? Das ist halt ein sehr krasses Team. Puh, komm schon. Konzentration. Ist schon mal nicht so ein ganz kranker Presser, wie es aussieht. Zumindest kommt es mir bisher so vor. Oh, schlecht gedribbelt. Foul. Oh mein Gott. Schade. Doppelt schade. So, mein ganz allererstes Gefühl sagt mir, ist was drin. Aber es kann auch trügen. Es kann auch manchmal am Anfang richtig scheiße laufen, dann richtig gut laufen und dann läuft es total beschissen. Die vogelwilden Grätschen jetzt zum Beispiel waren schon mal sehr interessant. Boah, der hätte genau gepasst.
Scheiße! Verdammt! Ich muss mich richtig konzentrieren. Ja, weil die Spieler so gut sind von ihm. Oh, bitter. Wo spielt er hin? Klick kam an. Jetzt geht er mehr auf dieses krasse Pressing drauf. Keine Ahnung, was Hector da für Probleme hat mit der Ballannahme. Hat sich nicht mehr steuern lassen, hat gar nichts mehr gemacht. Er hat weder die Richtung gewechselt, noch hat er gepasst. Gar nichts mehr hat er gemacht. Habe ich auch noch nie erlebt gehabt. Sehr interessant. Oh, geil! Ich dachte, er setzt sich nicht durch. Ich dachte, Dembele schafft es nicht, sich gegen den Außenverteidiger durchzusetzen. Aber er macht's. Geil. Das hätte ich nicht gedacht. Krass. Ich war glaube ich Kusawa, gegen den er sich da durchsetzen musste. Nice. So, jetzt konzentrieren. Aber ich sag ja, ich habe das Gefühl, der Gegner spielt nicht so gut, obwohl er ein sehr geiles Team hat. Sehr schön. Ist er angepisst. Jetzt müssen wir noch ein Tor machen. Dann bricht er vielleicht. Oh, scheiße. Wenn wir jetzt noch ein Tor machen, bricht er vielleicht sogar schon ab. Ich wollte gerade sagen, Vidal will heute noch eins. Vidal wollte noch eins, der hat angekündigt. Sehr gut. Mal gucken, ich habe, also mein Gefühl sagt mir, er bricht jetzt ab. Oder ist es noch angepisster, eins von beiden. Schön, wie er unter dem Schuss durchgrätscht. Komm schon, Baby. Mit dem Sieg hätten wir Gold 3 sicher, das wäre wichtig. Ich meine, Gold 3 ist immer wichtig. Und wir hätten noch ein paar Spiele offen, also es geht noch mehr, wenn wir jetzt hier gewinnen. War natürlich ein sehr, sehr schwerer Abschluss. Ich glaube, da muss ich eher normal schießen. Ich dachte halt, er würde in einem Ballkontakt eher schießen. Gott. Le Mans, so klein, dass der gegen Hummels gewinnt, ist einfach nur Verarsche. Ist einfach nur komplette Verarsche. Der darf niemals gegen Hummels das Kopfballduell gewinnen. Ich weiß auch nicht, wieso da Hummels verliert. Guckt euch das an. Wahnsinn. So, also das ist einfach nur Glück. Das ist einfach nur Glück. Wir wissen alle, wie selten wir Kopfballtore machen. Und dann auch noch mit so schlechten kleinen Spielern. Das passiert einmal in 100 Spielen oder in 100, nicht in 100 Spielen, sondern in 100 Situationen ist das einmal. So ein Lacker. Wehe, ich verliere das Spiel noch. Nee, das darf ich nicht verlieren. Ich bin viel besser als der Gegner. Punkt. Ich mach sowas. So ganz normal konzentriert war das Spiel. Jetzt nicht einknicken. Es geht doch schon mal gut los oder weiter.
Okay. Komfortable Führung ist weg, aber wir machen einfach das 3-1. Nice Luck. Oh, behalt doch den Ball nicht immer drin. Boah, er muss ihn nur mitnehmen. Oh, zu weit. Steht denn Müller, bitteschön? Oh mein Gott! Was für ein Ding! Mit dem Hinterkopf und dann so komisch. Oh mein Gott, oh wie geil, wie geil, wie geil, wie geil! Wichtiges 3-1. Guckt euch das an. Ja, das war doch schon mit dem Vorderkopf, aber halt ohne hinzugucken. Ach du Scheiße, wie hat den da. Ach krass, immer noch krass. Geil gemacht, Müller. Schönes 3-1. Jetzt haben wir es ja wieder Ruhe, ey. Und nächste Ecke? Nee, leider nicht. Oh, wieso ist denn hier unten wieder keiner? Die Maria oder was? War eine relativ schlechte Reingabe, dann haben wir sogar noch einen Abstoß rausgeholt. So, die Flanken hier rüber waren jetzt die letzten beiden Male ziemlich gut. Das mal jetzt nicht ganz funktioniert, aber es kann ja immer klappen. Schöne Annahme. Weil hat man eigentlich schon. Hat er jetzt keinen Bock mehr oder was? Weil wir eine Schusstäuschung machen, dann haben wir aber einen Schuss gemacht und der wurde abgefälscht, da haben wir Glück gehabt. So, Müller macht wieder genau nochmal so, das war richtig geil, aber Müller macht die nicht oft. Das ist echt Glück, dass die Müller den gemacht hat. Aber gut, er hat ja auch mit Lemar dieses dumme Kopfballtor gemacht, was auch einfach nur komplettes Glück war gegen Hummels. Ich meine, what the fuck? Wir haben gerade 90er Cavani abgedrängt, glaube ich. Sehr geil.
Von daher ist es, denke ich, Ausgleich in Gerechtigkeit, dass wir auch ein ziemliches Lackertor mit dem Kopf gemacht haben. Das war gerade ein schöner Pass. Okay, er springt also einfach drüber. Wenn er jetzt hier ein Tor schießt, gehe ich auf Zeit, also sorry, aber sollte klar sein. Sag mal. Oh, wenn mich abdrängt, fuck. Das war ja geil. War natürlich auch nicht so geplant. Schade. Schade. Abseits, nice. So, jetzt wäre ich auch wirklich müde, von daher ist es jetzt aber auf jeden Fall die letzte Aufnahme diesen Sonntag gewesen, diesen Samstag, der Rest wird Sonntag. Aber es sind jetzt, glaube ich, nur noch 7 oder so. Und dann kann ich, denke ich, gut leben. Schade. Hat gar nicht gemerkt, dass er einen Toll rausgeholt hat. Okay, souveräner Sieg, ich denke auch ein verdienter Sieg. Schade, dass wir letztlich nicht gewonnen haben, aber bin im Großen und Ganzen erstmal damit zufrieden. Tore, Müller, Dembele, Vidal, Vorlagen, Müller, Reus und das eine war keiner. Na gut. Müller macht mal wieder Scorer-Punkte, das ist doch schon mal schön. Bis hat er auch ein Tor hat er gehabt, naja, ein Tor, genau. Also zwei in einem Spiel, sehr schön. Und das Mali kann, wissen wir, er fühlt sich ja auch nicht schlecht an. Das einzige Problem ist halt wirklich, er fühlt sich an wie so ein stürmender Pulisic, deswegen glaube ich halt, würde sich Mali wahrscheinlich auch als ZDM sehr geil anfühlen. Aber das einzige Problem ist halt wirklich so ein bisschen sein Körper, deswegen eine weitere Info wäre sehr nice, aber man kann sich viel wünschen, die muss halt einfach kommen. So, wir haben jetzt noch 7 Spiele. Ich meine, es ist ja jetzt kein Geheimnis, wer aufgepasst hat, weiß, dass wir 3 Siege noch brauchen aus diesen 7 Spielen, damit wir 14 Siege haben und Elite 3 im Monat erreichen. Das wäre halt ultra wichtig. Alles andere ist nicht so wichtig. Elite werden wir jetzt hier nicht werden. Da müssen wir jetzt alles noch gewinnen. Das ist unwahrscheinlich. Aber wir müssen uns echt dann zusammenreißen, konzentriert spielen, von Spiel zu Spiel denken. Und dann werden wir es hoffentlich schaffen, hier noch 3 Spiele zu gewinnen. Aber es ist kein Selbstläufer. Es kann auch sein, ich gehe mit 13 Siegen raus und dann werde ich mich wieder erschießen. Weil... ja, weil ich so blöd... oder brauchen wir sogar mehr? Haben wir letzte Woche 14 gehabt oder 5 oder 13? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach du Scheiße. Wenn wir letzte Woche nur 13 hatten, brauchen wir diese Woche sogar 15. Ich muss mal nachgucken. Also, wir sind Gold 1, 68. Wir haben noch 7 übrig. Wir brauchen noch... was? Ach nee, wir haben 77. Oh. Ich dachte gerade, wir haben 68. Aber wir haben ja 77 und brauchen noch 3, wie ich es gesagt habe, aus den letzten 7 Spielen. Okay, bitte, komm schon, komm schon, komm schon. Hoffentlich werden es 3. Ach, da fällt mir gerade ein, gewechselt haben wir ja gar nicht gehabt in dem Spiel. Na gut. Also dann. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.